Ich schätze mal, dieser Part wird wieder ein bisschen mehr Story bieten als der letzte vorherige Part. Einfach nur, weil wir jetzt endlich im Dorf angekommen sind. Im Dorf, das zu dieser Stadt bzw. zu dem Land Menantia gehört. Wir sind jetzt die ganze Feldstraße rübergelaufen. Wir haben im letzten Part sehr viel trainiert. Bedeutet, ich freue mich jetzt sehr stark darauf, endlich wieder ein bisschen Story erleben zu dürfen. Und anscheinend können wir einfach eintreten. Also, es scheint wirklich eine der entspanntesten Welten bisher zu sein. Wir müssen gar nicht auf uns selber aufpassen und auf wen wir treffen und ähnliches. Und vollkommen unvorsichtig. Und renn einfach drauf los, mitten in die Hauptstadt hinein. Ich denke mal, das ist die Hauptstadt. Ich weiß es auch noch nicht, weil ich auch noch nicht da war. Gucken wir mal. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie hier viel glücklicher sind. Super interessant. Okay, wisst ihr. Dann werden die bestimmt nicht begeistert sein, wenn wir deren Lord erstmal killen. Mal gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwelche riesen Machenschaften, sobald wir ein bisschen suchen gehen. Weil ich denke mal, die haben jetzt irgendwas hier zu erzählen, oder? Ja. レナ人の街なのか。こんな大勢のレナなんて初めて見たぜ。いや、コアが見えた。つまり皆だな。奴隷だ。奴隷にしてはみんなちゃんとした格好してない？それに笑顔だ。気をつけろ。何かおかしい。失礼。皆さんはこのエリデメナンシアの外からやってきた方々と お見受けしますが、そんな怖い顔をしないでください。私はドラシン。民生局で働いているダナ人です。民生局？住民の生活全般を補佐するための部局です。外から来た方の一時受け入れも担当しています。めったにないことですが。俺たちを捕まえて強制労働でもさせる気か？まさか。いや、よそから来て疑うのは無理もありません。 ですが、ここは違うのです。以前はこの国もゴリョウの霊に漏れず厳しい統治下にありました。ですが7年前、ティオハリム様が鋭に就任されから一切が変わったのです。ティオハリム？あの方が来られてから、ダナ人は初めて人間として扱われるようになりました。この国のダナ人たちは、皆、ティオハリム様を慕い、ティオハリム様のために望んで働いているのです。 レナのスルドのために自分から望んでって信じられない。どうぞ。ご自分の目で確かめてください。どこへ行くのも自由ですから。何かあればいつでもどうぞ。どうしたんだ？難しい顔して。俺たちはここを解放しに来たはずだ。ああ。なのにここのダナ人は喜んで働いている。ここに壊すべき壁はあるのか？同じことよ。 どの道私たちはスルドの元に行くのだから。それはそうだが。せっかく自分で確かめてみろって言われたんだ。少し見て回ってみようぜ。それで何かわかるかもしれないし。 Ja, jetzt kommt Alf in Zweifel, ne? Wenn das hier doch ein lieber Lord ist und kein böser Lord, dann denkt sich Alf ja wahrscheinlich so, warum sollte ich denn überhaupt kämpfen? Warum sollte ich gegen jemanden kämpfen, gegen den ich nicht kämpfen möchte? Aber wir sammeln erstmal hier vorne die Nebenquest ein bei dir. Ist mir auch, wie gesagt, eigentlich relativ egal, was die mir bei der Nebenquest erzählen. Ich nehme immer nur glücklich die FP an, beziehungsweise schreife hier durch. Ja, wunderbar, wir haben auch direkt die Items, die mir einfach nur geben müssen. So liebe ich meine Nebenquest. Direkt 1500 Gold plus die FP, damit ich irgendwann mehr Skills erlernen kann. GG, Dankeschön. Einfach die besten Nebenquests, die dieses Game je erfunden hat. Dann schauen wir uns weiter hier ein bisschen um. Wir haben auf jeden Fall ein Gasthaus. Wir haben, okay, die Stadt des Zusammenlebens. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, dass hier diese Punkte sind. Dass mir anscheinend einfach irgendwas durchlesen kann darüber. Ach so, das sind wahrscheinlich irgendwie so Story-Sequenzen oder so eine Art. Ich scheint hier außenrum gar nicht zu sein. Wir machen uns einfach mal weiter den Eindruck, ob wir hier noch irgendwas Spannendes finden. Wir finden ja auf jeden Fall anscheinend keine Nebenquest. Beziehungsweise es wirkt ja so, als wäre hier keine Nebenquest. Und, warte, hier vorne ist was. Ja, untersuchen. 500 Gold. Dankeschön. Ich muss jetzt nur rausfinden, dann sind die Sterne wahrscheinlich meine Quest. Da muss ich vermutlich hin, um irgendwas hier über die Gegend zu lernen. Kann das sein? Ich denke mal, das ist sehr wahrscheinlich, dass das so ist. Von daher einmal hier rüberlaufen und
Komm hier echt nicht rüber. Doch, ich komme hier rüber. Wunderbar. Dann lernen wir mal ein bisschen was über die Gegend hier und warum alle Menschen hier so glücklich sind. Also, hey, Wache, solltest du nicht arbeiten? Oh, das sagt jemand anders zu ihm. Ich weiß ja nicht, wie es im Reich ist, aus dem du kommst. Aber hier in Milanz, hier ist alles friedlich. Wer hat denn die Wache angeschrien oder wer hat ihn gefragt? Ist völlig ausgeschlossen, dass etwas Schlimmes passiert. Ja, stimmt. Dank dem Lord ist das Leben hier für uns alle angenehm. Es sind einfach alle glücklich, ne? Die Soldaten faulenzen, die Denea faulenzen. Die haben einfach irgendwo hier Geld und chillen. Auf ihre Art und Weise. Ist doch entspannt. So. Dann hier vorne chillt auch noch. Gehen wir nur mit den Soldaten. Ach, das ist der mit den Kindern. Die haben wir ja direkt am Eingang schon gesehen. Auch logisch, weil wir wieder am Eingang sind. Ach, guck mal, die sind auch richtig glücklich zusammen. Die Kinder bewundern die Renea. Die kennen das gar nicht, die wissen das gar nicht, wie das ist, hier unterjocht zu werden und versklavt zu werden. Die sind einfach nur happy in diesem fröhlichen Miteinander. Gasthaus brauche ich gerade nicht, glaube ich. Würde ich zumindest schätzen, dass ich das nicht brauche. Guck mal, auch hier, Renea, die glücklich sind mit den Kindern. Und wir schauen mal weiter, was wir jetzt hier noch sehen und uns erwartet. Hallöchen, ich schätze, ihr seid alle Reisende. Ja, guck mal, wie freudig ihr uns empfangt. Es stört sie nicht mal, dass wir zusammen sind. Überrascht dich das? Wahrscheinlich sieht man sowas nicht jeden Tag auf Dana, aber hier in Vicent gehört das zum alltäglichen Leben. Die sind einfach alle glücklich. Die sind einfach alle glücklich. Also nicht nur... Hey, geil, neue Quest hat begonnen. Nicht nur, dass es so ist, dass diese Gegend einfach genial aussieht, weil sie weder unter Feuer ist, noch weil sie komplett den ganzen Tag dunkel ist. Nein, hier zum Übungsgelände. Wo ist das Übungsgelände denn? Wahrscheinlich einer von diesen zwei... Wegen hier, würde ich mal sagen. Ich gehe mal hier oben längs und guck mal, was da... Oh, warte, hier ist irgendwo eine Eule. Hier ist irgendwo eine... Da. Hallo, Eule. Oh, ein Heiligenschein. Auch interessant. Nehmen wir doch gerne an. Dankeschön. Tschüss, weg mit dir. Und dann gehen wir hier oben einmal längs. Dann komme ich hier schon längs. Ach, ich komme noch gar nicht längs. Ich hatte gehofft, dass hier so ein bisschen das Übungsgelände ist, aber hier komme ich noch gar nicht hin. Dann, okay, wenn ihr noch nicht entdecken sollt, dann machen wir erstmal unsere Main-Quest weiter. Dann komme ich mit Sicherheit auch nicht hier rechts rum. Also, bis auf diese Nebenquest hier. Hallo? Wie geht's dir, Bruder? Kann ich dir vielleicht wieder einfach nur Items geben und du bist glücklich? Das wäre natürlich perfekt, gerade wenn ich dich schon dabei habe. Und, okay, hier geht's wieder um Zeuge töten. Wir gehen auch jagen. Ist auch gar kein Problem. Wir gehen auch jagen für dich. Zack. Und ist mir egal, ob die jetzt Anzeige Priorität hat oder nicht. Obwohl... Sehe ich jetzt noch die Schnelligkeit auf der Map? Ja, ich sehe noch die Schnelligkeit auf der Map. Wunderbar. Denn ich muss hier vorne noch gucken, was hier abgeht. Hier ist nämlich auch ein Sternchen. Wahrscheinlich auch wieder ein Soldat oder ähnliches. Zack. Nee, kein... Ach, einfach nur Kinder. Okay, sprechen wir mit den Kindern und erfahren, was die sagen über dieses Dorf und wie die hier aufgewachsen sind. Zack, auch glückliche Kinder. Es sind einfach alles glücklich. Alle sind glücklich. Also, diese Gegend hier ist echt perfekt. Das ist das Übungsgelände. Hallo? Hier komme ich noch ein Licht hin. Okay, schade, dann gehe ich da halt nicht hin. Dass hier einfach immer irgendwo Leute auf dem Boden liegen. Das ist doch nicht normal, dass die Leute einfach auf dem Boden liegen. Zack, ja, wir heilen dich und wir machen alles für dich. Komischer Typ, der einfach auf dem Boden liegt. Zack, hier, wir haben was du brauchst. Bin mir sicher. Das schaffen wir. Wenn es wieder... Ach, der möchte was zu essen haben. Lecker, das kriegst du doch von mir. Ist gar kein Problem. Komischer Typ, der einfach auf dem Boden liegt und denkt... Ja, richtig aggressiv geguckt. War ihm nicht gut genug, dass wir ihn für ihn gekocht haben. Der feine Herr will was Besseres haben. Ja, wunderbar, hat er bekommen. Und ist so böse. Aber Quest ist abgeschlossen. Wir haben ein neues Rezept. Wir haben die FP mitgenommen. Ich bin zufrieden. Ich bin happy. Ja, juckt mich auch eigentlich gar nicht, außer dass ich jetzt zufrieden und happy bin. Außer, dass ihr natürlich gerne noch wisst, wo das Übungsgelände ist. Aber wir gehen weiter Richtung Schloss erstmal. Ich denke, das ist so... Das Einfachste, was wir machen können, damit wir in diesem Spiel vorankommen. Also wieder hier hoch, hier rechts rum und uns einmal zu dem Sternchen bewegen. Und vermutlich wieder erfahren, dass wir hier einfach nur auch selbst glückliche Putzkräfte haben. Neugierig, was ich anhabe. Ich habe es selbst gekauft, wenn ihr es glauben könnt. Mein Lord Duhalim. Selbst gekauft. So glücklich sind die Menschen sogar, dass sie sich selbst Kleidung kaufen können. Und hier ist das Übungsgelände. Denke ich mal. Die Nebenquest ist erreicht. Geil. Wir sind Übungsgelände. Eine frühere Arena innerhalb der Mauern. Mal gucken, ob wir da kämpfen können. Ups, entschuldigt bitte. Machen wir auf jeden Fall. Quest ist abgeschlossen, Übungsgelände ist erreicht, FP ist mitgenommen. Und ich denke mal, das ist so eine Art, ja, man geht hier einfach hin und kämpft gegen endlose Gegnermassen. Nee, man kämpft gegen echte Menschen. Hallo, Menschen. Kann ich bei dir einmal kurz kämpfen? Ja. Wenn ihr euer Training auf die nächste Ebene bringen wollt, seid ihr hier richtig. Wir freuen uns über jeden Kämpfer. Ja, das wollen wir auf jeden Fall. Einzelkampf, Gruppenkampf, Einzelkampf mit Alphen. Anfänger, es gibt einen Bonus, das ist auf jeden Fall wichtig.
Bonus, erster Abschluss, Rosmarin. Bonus, Zielabschluss. Das ist ein Ziel hier. Ah, da oben steht's. Zielzeit 3 Minuten. Okay, Herausforderung annehmen. Das sind alles wichtige Items. Das machen wir jetzt. Das wird unser Kampf, das wird unser Ziel. Waldgurke und Panzerschocker müssen wir bekämpfen. Wird locker flockig bei uns geschafft, glaube ich, hoffe ich mal. Mal gucken. Ich habe ja mit den meisten, ich habe mit Shion noch nie gekämpft, ich habe mit Lore noch nie gekämpft. Aber ich denke mal, da kommt man auch gut rein. Ja, zack, weiter geht's. Ausweichen hat perfekt geklappt. Oh, wir haben direkt unsere Spezialfähigkeit. Cool. Zack, geh weiter rein, beziehungsweise sind direkt erwacht. Geh weiter rein, Yibi, und mach den. Yibi. Komm weiter drauf. Und jetzt muss ich das wieder schaffen, irgendwie meine Abschlussfähigkeit einzusetzen. Ich habe es geschafft. Ich bin so happy, wenn das klappt. Der war zwar sowieso so gut wie tot, ich hätte das auf den anderen Gegner machen müssen, weil das jetzt einfach 2800 Schaden waren, die auf den falschen Gegner gingen. Aber es ist gar kein... Oh, ich habe dir gar nichts getan. Hier, du kriegst dafür mit dem Bonusangriff hier von mir. Und wo sehe ich meine Zeit? Ich sehe hier nirgends auf diesem Screen meine Zeit. Das ist doch fies, oder? Ach, da kommen noch mehr Gegner. Ja, guck mal, dann ist es ja noch fieser, dass ich meine Zeit nicht sehe. Und diesen großen Golem, den muss ich, glaube ich, bekämpfen. Für Items, die ich brauche, um eine Waffe zu schmieden, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich habe den noch nie bekämpft, aber vielleicht finde ich ja jetzt gleich mehr heraus über den. Zack, weiter. Weiter. Ich habe ein bisschen Angst. Es hat Autsch. Du bist so ein fieses Schwein. Ich war denn so gut ausgewichen, ganz ehrlich. Und dann kommst du an und greifst nochmal hinterher an. Du. Autsch, ich bin fast tot. Ich bin fast down. Kann ich hier ein Objekt benutzen? Nee, kann ich nicht. Ich bin ein bisschen zu aggressiv draufgegangen. Ich merke das schon. Okay, er ist erstmal down. Er ist erstmal down. Ich habe ein LP nur noch. Ich kann nichts mehr anrichten, außer dass ich ausweichen kann, weil ich so aggressiv draufgegangen bin. Und go. Wunderbar. Und weiter geht's. Zack. Nee. So klappt das nicht, mein Freund. Okay, er springt immer nur, ne? Sehr gut. Und weiter. Das wird natürlich jetzt für diese... Das Ziel, das Ganze in 3 Minuten zu schaffen. Weg hier, weg hier. Und er springt. Wunderbar. Wir haben ihn direkt wieder. Unsere volle AL-Anzeige. Ich denke mal, das ist das Einzige, was wir jetzt mit einem LP machen können, ne? Zack, zack, zack. Er springt wieder. Ich wollte perfekt ausweichen. Ich wollte perfekt ausweichen. Okay, ich bin deutlich zu aggressiv draufgegangen. Okay, Kopf hoch. Schaffen wir noch. Empfohlenes Level ist 25. Ich bin übrigens 20. Empfohlenes Level ist 40. Empfohlenes Level... Training Alphen. Warum wird mir das nicht ganz oben angezeigt, wenn hier das empfohlene Level 20 ist? Fies, sage ich euch. Fies. Schickt mich doch erstmal in den einfachsten Kampf. Gegen einfach nur einen Soldaten. Wunderbar. Zack, hier draufhauen. Ich mache keinen Schaden. Ich mache immer noch einen Schaden. Ich mache immer noch einen Schaden. Warum mache ich noch keinen Schaden? Jetzt. Gebrochen. Weiter nur einen Schaden. Hä? Bin ich doof? Soll ich irgendwas machen hier mit dir, dass ich Schaden mache? Diese Fähigkeit vielleicht? Ja, die macht Schaden. Ah, und ab jetzt kann ich auch draufhauen. Okay. Alter. Also, ich gehe erstmal meine Spezialfähigkeit. Mache ich jetzt wieder noch ein? Werdet ihr gleich sehen. Okay, das war ja locker flockig. Jetzt mache ich auch Festschaden. Okay. Keine Ahnung, warum er das erstmal haben wollte, dass ich einmal diese Fähigkeit auflade. Aber wir haben es ja easy geschafft. Von daher, zack, nehmen wir das dankend an. Ausweichen dann auch. Autsch. Geklappt, wollte ich gerade sagen. Und im nächsten Moment werde ich doch von ihm gehauen. Das wäre ja fies. Zack. Ich bin mir locker, flockig und gehauen. Yep, yep, yep. Okay. Wie, das hat mich getroffen. Der hat auf die ganz andere Richtung geguckt, als da, wo ich war. Jetzt haben wir zu zweit. Ich möchte, glaube ich, erstmal nicht bekämpfen, wenn ich ehrlich bin. Zack, kommt mal drauf. Wunderbar, wir haben ihn gebrochen. Und ich schätze mal, gegen den anderen machen wir wieder nur einen Schaden aktuell. Von daher ist er erstmal unser Ziel Nummer 1. Nee, es sind beide Schaden tatsächlich. Okay. Perfekt. Hau weiter drauf. Springen wir nach oben. Das war cool. Cool. Das kriegen wir schon besser hin. Sehr schön. Da sehe ich mich. Euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht angreifen, bitte, please. Dankeschön. Und dahinter springen und von hinten angreifen. Das lübt, oder? Das lübt sowas von. Dankeschön. Zack, zack, zack. Und gegen dich kommen wir auch noch. Oh, ich muss wieder eine neue Fähigkeit einsetzen. Wunderbar. Dann wird er direkt wieder gebrochen. Und dann mache ich wieder Schaden. Also, dass ich gegen ihn auch Schaden machen konnte. Das sah entweder nur so aus, dass ich hier mal 2 Hits mache. Wahrscheinlich sah es nur so aus. Wahrscheinlich konnte ich nie gegen ihn Schaden machen, weil ich gerade erst mal diese Fähigkeit einsetzen musste. Oh Gott. Okay, dich haben wir. Und ich glaube, du wirst nicht mehr viel ausrichten können, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, ob danach noch irgendwas kommt oder ob es bei diesen 2 Kämpfen bleibt. Aber ich denke mal, mit einem 2 Minuten Zeitlimit wird es bei, upsala, diesen 2 Minuten bleiben, oder? Zack, dann können wir auch nochmal draufhauen. Bin ehrlich. Wenn jetzt noch was kommt, dann habe ich natürlich verhauen.
Aber ich gehe mal davon aus, ja, wunderbar, dass da nichts mehr kommt. Ansonsten wäre das echt verschwendet gewesen. Und welche Zeit haben wir erreicht? Zur Feier? 2 Minuten nicht erreicht. 2 Minuten 17 Sekunden, ne? Für das Zitronengelee. Okay, ich brauche das gerade nicht. Chion. Da können wir uns, was können wir hier? Auch Level 25, da sollten wir später wiederkommen. Kamille. Das sind ja auf jeden Fall wichtige Items. Rosmarin ist hier im Start. Aber ich glaube, ich komme später wieder. Rinwell, was kannst du hier kriegen? Knöcherner Stiefel, den brauche ich nicht. Mystischer Lumina-Kern, das kommt wahrscheinlich erst viel später. Drachenblut, fester Megaknochen, klingt schon sehr cool. Genauso wie Topas Weste beim ersten Abschluss. Klingt schon sehr, 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 sehr cool, was man hier bei Anfängen jeweils kriegt. Hier kriegen wir noch, okay. Scharfer Gigazern plus Rasierklingenfeder. Halbmenschliche Klaue. Knöcherner Stiefel, das sind so die Belohnungen. Und wenn wir hier in den Gruppenkampf gehen, haben wir auch einen kleinen Geldpreis für Level 20. 60 Minuten keine Revanche ist die Sonderregel. Das ist wahrscheinlich einfach nur silberne Hundemarke, super easy abzuschießen. Und das will ich eigentlich haben. Hier sind so viele Gewänder, so viele Rüstungen. Empfohlen ist Level 30, da komme ich ja nie durch. Okay, ist cool, hier komme ich später nochmal wieder. Ich hoffe, hier ist ein Teleportpunkt her. Ich bin ganz ehrlich. Ich hoffe, hierhin gibt es einen Teleportpunkt. Und jetzt wird es spannend, was es mit dem dritten Lord auf sich hat. Ob wir noch gegen ihn kämpfen oder nicht. Das Dorf muss ja so bleiben. Zwischen Renea und Danea. Damit einfach wie dieses Übungsgelände dauerhaft haben, muss das Dorf ja an sich schon mal so bleiben, oder nicht? Würde ich jetzt zumindest mal behaupten, dass das Dorf so bleiben muss. Zack, gehen wir weiter. Dürfen wir jetzt? Ja, wir dürfen jetzt zum Lord, oder? Und uns selbst davon überzeugen, was hier abgeht. Nee, mit dir spreche ich nicht. Mit dir spreche ich gar nicht erst. Ich gehe direkt zum Lord, unser Kalo. Hä? Wo ist der jetzt hin? Die Stadt des Zusammenlebens. Ich habe doch alles, was ich hier... Kann ich jetzt vielleicht nach oben? Vielleicht kann ich jetzt nach oben. Oder nach unten, ne? Interessant. Wir gehen nochmal zurück. Hier komme ich anscheinend nicht. Aber es ist doch echt so ein Ausrufezeichen. Tür ist fest verschlossen. Das ist frech. Ich wollte doch einfach nur hier irgendwo hin. Hallöchen. Ich möchte jetzt nicht mit irgendwelchen Randoms reden. Dankeschön. Wo muss ich hin? Wir gucken mal nach links und rechts nochmal. Aber hier war ja eigentlich beides abgesperrt. Hier links war abgesperrt, da rechts war abgesperrt. Hier war die Tür einfach verschlossen. Auf der anderen Seite konnte ich einfach nicht längs gehen. Aber vielleicht ändert sich das jetzt, ja? Wo geht's raus, ne? Die freie Wildbahn geht jetzt, glaube ich, hier raus. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Und ja, hier ist gar nichts von wegen Tür ist verschlossen oder ähnliches. Ich kann einfach nicht mit der Tür sprechen. Schade. Und auf der anderen Seite, denke ich mal, ist immer noch der gleiche Hindernis wie eben gerade. Ich komme gleich wieder zurück ins Let's Play. Ah, hier ist jetzt tatsächlich offen. Okay. Dann haben wir das ja gefunden, wo wir hin müssen. Wir schauen nochmal kurz hier unten längs. Denn hier ist einfach nur ein großer freier Bereich, komischerweise. Da ist ja meistens dann irgendwas, wenn so ein großer... Okay. Hier geht's raus in irgendwelche Wälder, bedeutet hier ist auch nur eine neue Gegend, die wir noch nicht entdecken können, die aber bestimmt irgendwann spannend wird. Dann gehen wir erstmal hier längs, wenn das jetzt wirklich entdeckbar ist. Ist das so eine Art Gefängnis? Ist das eine Art Höhle? Wo gehen wir denn jetzt gerade hin? Ja, geh einfach mal hin nach. Vielleicht sind hier ja die Gegner, die ich brauche, um die Waffen zu schmieden. Ihr seht, ich habe immer nur ein Ziel. Ich habe, glaube ich, im letzten Let's Play Part nur über das Waffenschmieden geredet. Aber wenn man schon sieht, da sind irgendwelche Waffen, die sind schmiedbar. Und hier arbeiten die freiwillig dann. Ja, hier arbeiten die dann alle freiwillig. Zack, nimm das mal mit. Einfach mal geklaut, dass wir 5 Äpfel haben, die sie eigentlich zur Nahrung brauchen sollten. Einfach mitgenommen. So. Und guck mal, es war gerade unten links Text, wo jemand meinte, ihm geht es nicht so gut, dann darf er sich jetzt ausruhen, darf er Pause machen. Also es ist schon wirklich dafür da, dass es den Leuten gut gehen soll hier. Das ist ja crazy, dass sie alle gerne und freiwillig hier arbeiten. Die kommen hier einfach rein und hacken mit der Spitzhacke. Hier geht's auch Leuten nicht ganz so gut. Dann chillen die nochmal. Ein bisschen mit den Soldaten, ein bisschen mit den Wachen. Also die arbeiten hier einfach zufrieden. Ist schon crazy. Aber ist doch cool, wenn das auch so immer funktionieren kann. Und nicht alle irgendwie in wilder Sklaverei leben müssen. Und es irgendwie nicht funktionieren kann. Ups, okay. Und es irgendwie nicht funktionieren kann, wenn alle in wilder Sklaverei sind. Gucken wir mal rein, was jetzt hier in der großen Haupthalle ist, sag ich mal. Gehen die da jetzt hinter? Ich schätze. そこのお前。オルブスカラグリアのアルフェント。その仲間だな。エリデメナンシアこの兵団のキサラだ。キサラだけ?ということはダナ人か?そうだ。何か問題でも?この絵って。メナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの。 この国ではダナのこの絵は別に珍しくない。皆、自ら志願してついている。これは本物っぽいぜ、アルフェン。どうして?たった7年だよ!
悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか？はっきり言うが、私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱されるいわれはない。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。ここのスルドが俺たちに？そうだ、アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが、強制ではない。返答は？わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。アペンダ、würde ich sagen。一つ聞きたい。この先は何があるんだ？一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々コノイも立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとは。どういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。Okay, und dahinter findet er wahrscheinlich der wahre Schmutz statt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Dahinter findet irgendwas ganz, ganz Illegales statt. Da ist bestimmt nicht einfach nur, die Leute sind ein bisschen krank und denen geht's nicht so gut. Irgendwas muss dieser Lord haben, was nicht gut ist. Irgendwas, der kann nicht einfach gut hier leben mit denen. Das kann ich mir nicht, ich würde es denen gönnen, ganz ehrlich, ich würde es denen gönnen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der gut mit denen ist. Der muss sie doch komplett aussorgen, wenn er gewinnen will und wenn er der größte Lord werden will. Oder er will nicht der größte Lord werden. Ich weiß aber nicht, was das für ihn als Person bedeutet, wenn er nicht der größte Lord wird. Ob er danach nochmal eine Chance hat darauf oder nicht. Also ich weiß nicht, ob hier immer neu abgestimmt wird oder ähnliches, dass jemand anders versuchen darf, mit dem Megakern irgendwie die Macht an sich zu erreichen. Hallo? Macht an sich zu reißen und ähnliches. Keine Ahnung. Wir laufen jetzt erstmal hier hoch und gucken, was der Lord zu erzählen hat. Ob das Liebe ist, ob der mit uns handeln möchte. Oder ob er sagt, verschwindet. Oder ob er uns hilft, bei unserer Mission die anderen Lords erstmal zu besiegen. Wir werden sehen, indem wir jetzt mit ihr schnacken und sie uns dann bestimmt zu Lord Dohalim führt, oder? Ja, ich bin wieder da. Nachdem sehe ich, okay, Lord Dohalim ist ready mit den Vorbereitungen. Von daher schauen wir mal rein in das schöne Schlösslein. Wer dieser Lord Dohalim ist, den alle hier so sehr lieben. Egal ob Renea oder die Versklavten der Nea, die mit ihm chillen. Zuiben koremiyogashi da na. Yappari, wana nan ja. お連れしました。ご苦労、キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。申し遅れたな。このエリデ・メナンシアのスルド、ティオハリム・イルル・ケリスだ。レナのスルドも正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだ。だとしたらどうする？ここで戦うのか？その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか？兵士の気晴らしに殺される者、区域に会えぐいないはずだ。ただの一人。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが私には通じないが、いたずらに対する罰は必要か。アルフェン！ほう、まあいい。
食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、閣下。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。Okay. また考えなし怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配。いや、よくわからないけど、なんていうか。Okay, zack, hier neue Fähigkeit, neue Emblem erworben. Mal gucken, was so drauf ist. Ich denke mal, es geht gleich mit der Story weiter. Deswegen mache ich meine Cam ganz schnell einmal kurz nicht an. Und okay, bla 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 bla, brauchen wir gerade alles nicht. Wunderbar. Ich werde direkt sehen, wie es weitergeht beim S, wenn ich ehrlich bin. Und der muss irgendwas haben. Der kann auch nicht einfach perfekt sein. Der kann auch nicht einfach reich sein und noch ein reiches Dorf aufbauen und glücklicher Mensch. Bin ja, Respekt. エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。なぜあんたはダナ人を解放したんだ。その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係。私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存。ダナとレナの共存。スルドブリガはそれで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよスルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。Seine Erkenntnis。よせ。勝負はもうよせ。うわあ。許さない。私はあなたを絶対に許さない。fang langsam an doch mit ihm zu sympathisieren。スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。
ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それで鋭同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセスすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り鋭を二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザレク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよう。今宵はそこで一泊し明日早々に立ち去るがよい。Ich glaube, den Lord ignorieren wir erstmal. Kann das sein? Aber er hat die Frage nicht beantwortet, warum die Danea trotzdem für ihn schuften sollen. Also warum die trotzdem Energie sammeln, obwohl er eh nicht Herrscher sein will. Ich sympathisiere mit ihm, aber ich glaube ihn immer noch nicht. Ich vertraue ihn einfach immer noch nicht. Es will nicht so richtig bei mir. Ich kann es euch nicht erklären, aber mir will es nicht so richtig. Ich vertraue ihm einfach nicht. Wie gesagt, er hat die Frage nicht beantwortet, warum er die Danea trotzdem... Wo bin ich denn jetzt hier? Warum er die Danea trotzdem schuften lässt. Und das ist halt schon ein bisschen auffällig, muss ich sagen. Ich glaube, das wird irgendwie der fünfte Lord, den wir bekämpfen, der da rauskommt und sagt, haha, danke, dass du jetzt die anderen vier gestürzt hast. Jetzt steht mir ja nichts mehr im Wege, um der Herrscher zu werden. Easy peasy, lemon squeezy. Und es gibt einen Raum, der heißt einfach Schatz. Wollt ihr mich veräppeln? Bitte sagt mir, dass da keine Wache vorsteht. Ja, alles klar. Da steht wirklich keine Wache vor. Keiner. Okay, es ist verschlossen. Das wäre auch zu einfach, wenn es nicht verschlossen gewesen wäre, oder? So, hier sind die Gemächer des Lords mit Sicherheit auch verschlossen. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Dann gehen wir wahrscheinlich doch raus. Eingang zum Platz. Wir haben Staatsquartier, Büro, Speisesaal. Ja, okay. Wir gehen einfach raus. Wir gehen einfach in die Unterkunft. Einfach nochmal ganz kurz. Kann ich mich da auch direkt hin teleportieren? Mit Sicherheit. Kann ich mich da direkt hin teleportieren? Nee, ich darf gerade nicht. Okay. Dann könnte es ja noch passieren, dass auf unserem Weg dahin irgendwas passiert, wenn ich mich gerade nicht teleportieren kann. Ja, ja. Mal gucken. Zack, auf zum Platz. Da müsste ich herauskommen. Dankeschön. Und dann bin ich gespannt, was auf dem Weg zu dieser Ortschaft noch passiert. Beziehungsweise... Oh, zur Hölle bin ich. Wie komme ich hier raus aus diesem Schloss? Lass mich hier runter. Ich möchte euch nichts Böses. Ich möchte nur darüber überlegen oder nachdenken, was ich jetzt mache, weil ihr so komisch seid. Zack. Wir sind raus hier. Dankeschön, Elde Melancia. Das Land des Grüns, in dem Lord Dohalim herrscht, ist bekannt für sein angenehmes Klima und seine wunderschöne Natur, die seltsam geformten Felsen, die die Landschaft verzieren. Alter, okay. Es ist bekannt. Da. Ich meine noch, irgendwas muss noch kommen auf dem Weg. Lena no Surdo da yo. Ino, shinjite. Da karate. Ima kara machi no soto de yae te wake mo ikanai daro. Watashi wa sono hou ga machi da kedo. Nekomi o osoware demo shitara dou suru no? それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう。Ja, Abhändler. Bin ich auch voll dafür. Ich bin auch dabei. So, upp, hallo, Dankeschön. Stehen wir nicht im Weg? Wahrscheinlich können... Weiß nicht, ob ich... Hä? Manchmal sind die so unsichtbar. Seht ihr da? Ah! Unsichtbare Mauern sind einfach Personen, die noch nicht gespawnt sind. Weil das Ganze noch ein bisschen nachladen muss. Alles klar. Ich wollte gerade schon sagen, warum sind hier manchmal so unsichtbare Mauern, durch die man einfach nicht durchkommt? Das ist komplett random. Aber das erklärt's. Hier ist übrigens das Gasthaus. Da haben wir ja schon mal überlegt, ob wir reingehen. Wenn das überhaupt geklappt hätte, wenn wir jetzt offiziell erstmal eingeladen wurden, hier reinzugehen und hier zu nächtigen. Und dann gucken wir nochmal, was wir jetzt überlegen, was wir jetzt nächstes machen, würde ich sagen. Also, Hallöcher Boy. Wir würden hier gerne eine Nacht
Übernachten, übernachten, sagt man das so? Keine Ahnung. Dieses Land ist zu perfekt, ich sag's euch. あ、そうだな。大丈夫?なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて。変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも?いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない。 今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に集合しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。Das ist halt echt noch nicht. Das ist jetzt der nächste Morgen? Jetzt sind sie alle verschwunden. 2人とも大丈夫? ああ、一晩寝たらすっきりした。 なんだったんだろうな。慣れないと食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら、二人とも特に命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンエルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。 もったいない。あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出されたLeonを、どうして平気で食べられるわけ?いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ?同じ皿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リーベル。Ich bin auf Rennmeldseite. Immer aufpassen. 猫どこから?なんか変わった飾りの首を待てよ。まるで呼んでるみたいだな。追いかけは。あ、ちょっとロー。Let's go. Folgt der Neko einfach so. Ist ja sonst nichts dabei. Muss ich jetzt aktiv laufen oder wird das auch per Story-Sequenz geregelt? Muss aktiv laufen, okay. Folge der schwarzen Katze. Ich möchte halt wirklich wissen, was hier in diesem Land abgeht. Da vorne ist sie. Warum, wenn wir folgen sollen, dann lauf doch bitte, sprint doch bitte. Dankeschön, genau so. Sollte wahrscheinlich eine kurze Einführung daran sein. Hi. Miau. Süße kleine Katze. Ich mag Katzen so gerne. Ich bin halt... Ja, ist okay. Tsunagi? なあ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだっていうの？誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと？確証はないけどな。すごいな。よく気がつくもんだ。フルスで仕込まれたってやつ。Okay, smart, smart. Katzen als Botschafter. Man Katzen so dressieren kann, ist ja erstaunlich. Lauf weiter hinterher. Ich möchte wissen, wer jetzt dahinter steht. Ich möchte einfach noch wissen, was in diesem Reich hier abgeht. Ich muss es einfach wissen, was in diesem Reich hier abgeht. Okay, wir gehen in den Wald. Dazu hin. Ich denke mal, wir gehen in den Wald. Wenn die Katze jetzt hier gerade nicht mehr ist. Ich sehe sie zumindest nicht. Ist sie bestimmt hier rein. Ach da. Hä? Wie konnte ich die denn übersehen? Aber da war sie anscheinend. Ab in den Wald, wo wir gestern auch noch nicht rein durften. Rein da. Ich muss wissen, was hier passiert. Komm. Wie gesagt, wir durften hier im Gerade stand hier noch ein Soldat, sage ich mal. Also im Spiel am Tag davor stand noch ein Soldat, sodass wir hier nicht in die Wälder kamen. Und jetzt kommen wir tatsächlich doch ganz entspannt rein. Keine Ahnung, warum da jetzt kein Soldat mehr steht, ob das jetzt mehr gefährlich ist, aber vollkommen egal. Jetzt wird es natürlich spannend, auf wen wir treffen. Hier ist nur ein Weg durch, okay. Den nehmen wir einfach. Bedeutet keine Gegner wahrscheinlich auch, wenn ich mich gerade nicht täusche. Pilze nehmen wir auch mit. Warum nicht? Weiter, weiter. Doch, hier sind auch ein ganz paar Gegner. Okay. Die sehen aus. Ach, das sind jetzt Waldgurken.
Es sind einfach nur wieder Gurken, bloß ein bisschen stärkere Gurken. Alles klar. Zack. Upsala. Danke. Bitte lass es mal nicht so easy hauen. Dankeschön. Das mache ich hier gerade. Ich habe keine Ahnung, komm mal drauf. Ich möchte eigentlich diesen Kampf ganz schnell beenden, wenn ich ehrlich bin. Weil ich einfach nur wissen möchte, wie die Story weitergeht. Jetzt gerade, genau in diesem Moment. Hau drauf, danke. Und hier kannst du auch drauf hauen, oder? Ja, guck mal, der ist fast down. Die sind ja komplett easy zu besiegen. Das ist ja ganz entspannt, der Kampf gegen die Fontäne. Ich mache keinen extra Schlag, um das Ganze zu beenden, weil das gerade so ein easy Kampf ist. Dankeschön. Das war doch gut und wunderbar gemacht. Ich möchte eigentlich nur wissen, wo uns die Katze hier im Hintergrund hinführt. Außer hier kommt jetzt ein ganz großer Bereich, den ich erstmal entdecken muss. Dann mache ich das doch im nächsten Let's Play Part, nachdem ich... Okay, ich mache das im nächsten Let's Play Part, weil es jetzt anscheinend doch größer aussieht. Es wird super spannend. Ich bin sehr gespannt, was uns die Katze über dieses Land zu erzählen hat, beziehungsweise die Menschen, die dahinter stecken. Ich glaube, das ist hier einfach alles zu perfekt. Und damit möchte ich mich dann auch von euch verabschieden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst wie gesagt gerne einen Daumen nach oben da. Das war's von mir, eurem Sonios.